Hallo zu diesem besonderen Video. Es ist der Abend vor Milinas Geburtstag. Morgen wird sie 8 Jahre alt. Richtig verrückt, wenn man so drüber nachdenkt. Ich habe soweit die Geschenke schon eingepackt. Habe total vergessen, euch da irgendwas zu zeigen, aber das machen wir dann einfach morgen. Ein Geschenk habe ich jetzt noch zum Verpacken. Und zwar ist das noch ein Drachen. Wir haben nämlich von der Arbeit aus bald ein Drachenfest, da darf ich auch die Kinder mitnehmen. Deswegen brauchte es da sowieso einen Drachen, den gibt es jetzt einfach noch dazu. Und wir müssen das Hauptgeschenk noch aufbauen. Genau, da kriege ich gleich Unterstützung von dem Papa. Mich würde jetzt ja mal mega interessieren, ob irgendwer schon so lange dabei ist. Als ich mit Milena schwanger war. Ich habe damals ja schon mal Videos gemacht. Die existieren inzwischen nicht mehr. Aber vielleicht ist ja noch jemand unter euch. Eingepackt ist es. Und jetzt fehlt nur noch Bendel. Ich habe so ein ganz schreckliches. Das ist irgendwie schimmert, das ist so ein bisschen lila. Aber von der anderen Seite ist es schwarz. Ein ganz schreckliches Bendel, was ich so eigentlich nicht benutzen würde. Aber ich zeige euch gleich das Motto und dann versteht ihr auch, wieso dieses Geschenk so wird oder die anderen auch, warum die so aussehen, wie die aussehen. Ach, ich mache das jetzt einfach leer, weil das benutze ich sonst sowieso nicht. Jetzt sind die Ballons noch dran. So, das hier wird das Hauptgeschenk, wenn es was wird. Doch leicht zu doof dafür, brauchen das Montagevideo. Schritt 1 mal auspacken. Ah ja, du musst das Plastikding vom Lenker abmachen. Wir haben es geschafft und die Schleife ist auch drauf. So, es ist soweit alles vorbereitet, was jetzt den Abend vorher vorzubereiten geht. Jetzt seht ihr auch hier noch das Motto Ladybug. Eigentlich hatten wir was ganz anderes vor und Milena weiß einfach jetzt gerade gar nichts davon. Aber es ist schon spät und das erzähle ich euch dann morgen noch. Das ist ein Teil, falls du diesen Schlüssel verlierst, dass wir den wieder orten können, wo der ist. Aber heißt nicht, dass du ihn verlieren sollst, gell? Das musst du vielleicht mal auspacken. Eine Thermobox. Zeig! Ein Baby. Ganz groß. Das ist das Maß, wie du echt groß warst, als du geboren bist. So, das Geburtstagskind ist in der Schule, Papa auf Arbeit, Kilia im Kindergarten, ich bin hier am Backen. Ich habe erst zur dritten Stunde Schule und dachte, bevor ich nachher mega den Stress habe, mache ich das jetzt schnell. Ich habe noch eine Stunde Zeit, bis ich los muss. Trotzdem Zeitdruck, deswegen einfach nur ganz kurz. Ich mache Cake Pops, ich habe da so einen Cake Pop Maker, also im Prinzip geht es eigentlich ganz schnell. Ja, das ist der Plan. Ich möchte sie in Rot machen und dann schwarze Punkte drauf, dass es halt zum Rest passt. Oh Mann, die Schüssel ist zu klein. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die Orchidee hat jetzt hier eine Ladung Ei abbekommen. Lecker. Das ist jetzt mehr rosa als rot, wobei es in der Kamera auch nochmal heller aussieht, aber gut, ist jetzt so. So, eigentlich sollten sie ja rot werden mit schwarzen Punkten, aber die sind irgendwie
nicht so ganz gut gelungen, deswegen habe ich es jetzt einfach eingetunkt. Die Tropfen jetzt hier auch alles voll, aber ich muss jetzt los. So, es nimmt langsam Gestalt an. Die Torte habe ich jetzt auch dekoriert. Die ist gekauft und auch nur klein, aber das reicht. Wir sind am Vorbereiten. Ich sage euch mal, was wir so geplant haben mit den Kindern. Einmal Topf schlagen, da gibt es so einen großen Crolli-Lolli drunter. Dann möchte ich als Mitgebsel wieder so Bilderrahmen mitgeben. Mit einem Bild, ich finde das eigentlich voll schön, statt immer diese Süßigkeiten-Tüten. Was stand noch auf der Liste? Essen. Ah, und Armbänder machen, genau. Ich habe Perlen gekauft und Bändel habe ich ja eh da vom Shop. Und dann dürfen die mit verschiedensten Perlen ein Armband machen. Das ist mal so der grobe Plan. Bubble Tea wollen wir auch noch machen. Weiß Milena auch noch nicht. Ich habe so Bubble Tea Bälle bestellt. Mit Erdbeergeschmack. Und mache jetzt hier gerade so kalten Eistee. Was ist das jetzt? Ich habe jetzt gerade noch die Idee gehabt, dass die Kinder dann die Rahmen, also die Pappbilderrahmen hier noch mit Stickern bekleben können. Da haben wir auch noch eine Aktivität. Jetzt machen wir mal einen Test, ob das hier überhaupt funktioniert. Ich sag gerade lecker. Hier raus! Wie geht's an? Ich wollte euch ja die Geschichte noch erzählen mit dem Motto, total vergessen, aber wir hatten eigentlich dieses Motto hier. Weißt du noch warum? Ja. Warum? Weil wir eigentlich Minigolf spielen wollten. Genau, wir wollten eigentlich Minigolf spielen gehen. Letztendlich habe ich ein paar Tage vorher nochmal geguckt. Wir hatten es schon auf den Einladungskarten und alles. Dann habe ich gesehen, die haben montags Ruhetage. Dann hat sich das alles verworfen ein paar Tage vorher. Und ich habe alles nochmal umgeplant. Von Ladybug hast du ja gar nichts gewusst, gell? Ja. Hast du dich dann drüber gefreut? Ja. Eben, also eben, eigentlich hatten wir das hier und auch Becher dazu. Aber war jetzt auch nicht so viel, also das können wir wann anders noch verbrauchen. So, und jetzt wollten wir noch die Geschenke zeigen, die bisher gekommen sind, weil die große Familienfeier, die steht erst noch an. Das ist jetzt quasi nur vom Kindergeburtstag und das von uns habt ihr eigentlich großteils schon gesehen. Wir haben mal alles ein bisschen ausgebreitet. Milena möchte mal ein bisschen was dazu erzählen. Was hast du da? Eine Thermoflasche, da ist noch ein Löffel drin. Ich weiß nicht, wie das aufgeht. Genau, so eine Thermodose für warmes Essen, falls du Mittagsschule hast. Ja, ich hab's auch bekommen. Oder für die Betreuung. Ich habe einen Löffel, falls ich mal was vergessen habe, ein Besteck oder so. Mhm. Ich habe noch einen Schlüssel bekommen für mich zu Hause. Der ist ein Schutzengel, falls ich mal Angst habe oder so. Ja, der beschützt dich einfach auf deinem Weg. Und so ein Ding, falls ich mal den ganzen Schlüssel verlieren sollte. Ja, das haben wir schon erzählt letztens, ganz kurz. Ich habe eine Katze und ein paar Sachen noch dazu bekommen. Mhm. Und dann habe ich noch ein Poppet. Genau, das war von der Uroma. Also zwei. Warte mal kurz. Von der Uroma war das, da war noch eine Strumpfhose dabei und was zum Naschen, gell? Ja. Genau, Poppet, Liebe, ganz groß hier und... Das große hier noch von der Freundin. Und noch Schoki. So, dann gab es von meiner Mama einmal hier Ladybug-Bettwäsche. Und was hat Oma noch geschenkt? Ein T-Shirt mit so Streichelherz. Ah, halt mit grad, so Pailletten. Ist gerade in der Wäsche. Ist schon in der Wäsche. Die ist auch schon in der Wäsche. Es gab Süßkram, Gummibälle und Schoki. Und dann habe ich noch ein kleines Einhorn bekommen. Das kann so machen. Oder rückwärts. Also rückwärts. Dann habe ich noch Müller-Gutscheine. Also zwei. Ja. Und das war es schon fast alles. Halt noch ein bisschen Süßkram. Und hier noch so ein Notizbuch. Falls ich schreibe da meine Geheimnisse.